Dann farmen wir einen Stapel, währenddessen kann die automatische Farm einen Stapel farmen. Wahrscheinlich schafft sie nur einen halben. Dann farmen wir noch ein Viertel, bis dahin ist es vielleicht fertig. Besser als wenn wir bei Rikudat und Larandir jetzt, also wir müssten sowieso irgendwo hinfahren. Rikudat und Larandir würde ein Bild, da donnert es gut. Ist der Weg zwar kürzer, aber dafür müssten wir mehr per Hand farmen. Und ich glaube, es wäre an sich fast egal, wo wir es machen. Hier brauchen wir halt mehr Zeit für die längere Strecke. Dafür farmt die Farm mit. Das heißt, wir brauchen weniger Zeit zum Farmen. Bei Rico und Larandir müssten wir halt auch dann warten wegen... Naja, egal. Wir farmen einfach bei der Farm, Leute. Mit etwas Glück ist, während wir abgereist sind, sogar schon so, keine Ahnung, 3, 4... Wir sind Marienschirm reingefallen und bis wir dort anreisen, vielleicht nochmal 3, 4, dann bräuchten wir schon mal 8 weniger. Das ist ein 16. eines Stapels, Leute. Ein Achtel eines Stapels. 4 wären ein 16. Das geht. Aber es hat vorhin echt gut gereicht, Leute. Also wir haben diese 8 Stapel, die wir vorhin gefarmt haben und beim letzten Mal begonnen und beim vorhin aufgehört haben zu farmen, fertig geworden sind damit, die haben tatsächlich für da vorne, für das Segment komplett gereicht. Gefällt mir. Ein bisschen nach links. Jetzt müssten eigentlich gleich die Eisberge kommen. Ah nein, ich bin erst hier. Okay. Ich bin erst hier. Das ist das Ende unseres Kontinents sozusagen, Leute. Oder was ist das Ende? Es geht da hinten noch weiter nach rechts, aber hier ist dann Schluss. Und da ist ungefähr dort hinten ist dann auch Tyrants Festung. Bedeutet aber, dass jetzt gleich die Eisberge kommen müssten. Ah, da ist die Schneise. Und das Ozeanmonument. Und da sind die Eisberge. Und ich bin schon ein bisschen zu weit rechts. Ah, da hat es aufgehört. Oh, schön, wenn die Sonne scheint. Habe ich das da schon mal gesehen? Da möchte ich kurz runter, Leute. Hier gibt es nämlich eine Ozeanruine. Es gibt hier tatsächlich sogar Luft, interessant. Es sieht aber nicht so aus, als ob hier jemand schon die Tour genommen hätte. Also machen wir das. Hier irgendwo müsste sie ja sein. Irgendwo.
Da ist sie. Weizen, sehr schön. Und eine Lederjacke. So, lassen wir für den nächsten, der hierher kommt, damit er genau weiß, dass hier gibt es nichts mehr. So. Einfach mal, obwohl wir schon zig Mal hier dran vorbeigefahren sind, eine neue Ozeanruine entdeckt, Leute. Gerade läuft aus The Elder Scrolls 2 Treading Winter. So, da war ja schon diese mit den Fackeln, also müsste hier gleich da ist es. So, gleich auch mal in Position umdrehen. Lange bleiben wir ja nicht hier. Mal nachsehen, ob vielleicht sogar schon ein bisschen was unten ist. Als wir gefahren sind und jetzt gekommen sind, ist bestimmt ein bisschen was rein. Ja, also wir haben drei. Wir brauchen zwei Stapel. Wir farmen jetzt einfach mal einen. Da ist jemand. Ein Wächter. Den holen wir uns. So, hier war ja auch gerade noch mal einer da. Und hier haben wir den nächsten. So. Da haben wir einen. Dort unten schwimmt einer. So, gehen wir mal Luft holen und etwas essen. Dunkel wird es. Ja, lieber vom Seetang weg. Thank you.
So, da vorne habe ich irgendwo noch etwas da. Da habe ich offenbar übersehen. Beim Looten. Da ist ein neuer. Mist. So, einen halben Stapel haben wir schon, Leute. Da ist eine kleine Gruppe. Genau im Seetang drin. Das sind Tintenfische. Also wird da niemand sein. Von den Wächtern. Aber hier hatte ich gerade irgendwo einen gesehen. Das ist der Eingang. Da sind zu viele. Den möchte ich nicht. Aber hier ist einer. Und hier ist ein neuer aufgetaucht. So, wo ist der nächste? Nehmen wir den hier. Oder auch nicht. Hier beim Eingang sind immer so viele, das mag ich nicht. Gehen wir woanders hin. Das ist ein anderer. Da haben wir einen. Und da rechts ist gleich der nächste. Fische. So, hier gibt es doch jetzt sicher ein paar Tintenfischbeutel, oder? Wir brauchen wohl noch, um hoch zu schwimmen. Holen wir uns... Nein, holen wir nicht. Da sind wieder so viele. Da ist einer. Und dort ist ein Wächter. Ein bisschen zu früh geschlagen. So, hier Tintenfischbeutel und dort hinten ist ja auch einer gerade gestorben. Das heißt, es gibt auch hier einen Tintenfischbeutel. Gerade läuft übrigens Cloud Patterns von Silent Partner aus der YouTube Audiobibliothek. Wer greift mich an? Da.
Na. Dabei habe ich eigentlich nach unten geschlagen. So, wo ist der denn jetzt gerade hier war? Hinter uns ist eine Trunken. Erholen wir ihn uns. Da ist ein Wächter. Richtig schön im offenen Meer. Gut, wir haben unseren Stapel, Leute. Mal sehen, wie weit die Farm gekommen ist. Vorne ist noch einer. Und hier ist noch einer runter gerade. So. Hier haben wir 2 drin und hier 23. Also 25. Mit unseren 16 sind es 41. Also fast 3/4 eines Stapels. Uns fehlen noch ganz 23. Das heißt, auf 39 müssen wir unseren Stapel kriegen. Wobei, die Hälfte reicht ja. Jetzt fehlt sowieso nur noch einer weniger. Also 11. Machen wir 11. Das heißt, wir müssen auf 28 kommen. Echt nichts fallen lassen. Bitter. Den da holen wir uns. Nein, Mist. So, 21 haben wir schon. Dann gehen wir noch kurz den Loot hier holen. Und dann geht's wieder runter. Oh, ich brauche Luft. Kurz aus der Reichweite von denen. So, essen sollte ich auch was.